Willkommen zur Vorstellung der aktuellen Woche. Im Epic Store gibt es die Tage Last Day of June. Und wie immer habe ich keine Ahnung, was mich erwartet. Allerdings gibt es ein kleines Experiment. Und ja, schreibt einfach mal, was ihr davon haltet. Um was es genau geht bei dem Experiment, werdet ihr dann schon noch sehen. Mit der Geschichte beginnen. Mach mal einfach mal. Mauscursor hat sich irgendwie nicht bewegt. 505 Games. Ist das nicht eigentlich eine Fehlermeldung im Chrome? Ab ins Auto, da haben wir Standheizung. WASD ist Steuerung, Maus ist ein bisschen umsehen. Habt ihr nie so. Blümchen, Vorspeiser. Ah, friert trotzdem noch, okay. Noch eine Blume. Willst du noch eine Blume? Wolle Rose kaufen? Ah, man muss sich also entscheiden. Lila oder gelb? Kann ich rennen? Nein, ich kann nicht rennen. Hätte ich doch glatt das Veilchen behalten. Na gut. Nicht im Kofferraum? Okay. Ah, okay. Geht also nicht um die Standheizung. Die möchte, was ist das? Decke, Jacke, irgendwas aus dem Auto haben. Gleich viel wärmer. Ich meine, die Decke liegt nur um die Schultern, aber. Ob die mich jetzt auch mit der Blume gemalt hätte, wenn ich ihr keine gebracht hätte? Ich hoffe, das ist jetzt nicht wie bei den Schlümpfen, dass es explodiert. Sieht ein bisschen gruselig aus mit den Augen, also das Fehlen der Augen.
Gandalf, was machst du denn hier? Der hat einen Schlüssel. Okay. War das jetzt was anderes oder wieder dasselbe Bild? Nein, das ist dasselbe Bild. Was mache ich jetzt mit dem Paket? Hier, was hier? Okay, hier will es schon mal nicht hinstellen. Nach draußen kann ich auch nicht. Ah, der unsympathische Onkel. Was ist das? Tochter, Schwester, Cousine? Selbstporträt? Kind? Und da hätten wir wieder Gandalf. Mein Gott, was war denn das jetzt? Hier raus kann ich nicht. Hier rein auch nicht. Kann ich es hier hinstellen? Nehmen die Jelly Beans. Nee, okay. Du machst zwar immer irgendwelche lustigen Dinge damit, aber es nützt nichts. Die Bilder kann man schon mal nicht ansehen. Kann ich denn hier hinstellen? Er hat das Kissen jetzt zurecht geschnitzt. Kann ich alle nicht ansehen? Die Mona Lisa, aha. Scheint ein sehr reicher Haushalt zu sein. Der Schrei. Wirklich reich. Oder die ist Kunstfälscherin. Hier drüben kann ich es vielleicht hinstellen. Hier hat was geleuchtet. Wie kommt der Teddy auf einmal dahin? Der lag doch eben noch im Bett. Gruselig. Ja, kann ich es hinstellen? Vielleicht. Ja, bestimmt, wenn da hinten dieser Steg ist und im Vorspann haben wir das Paket gesehen. Dann ist es doch sehr wahrscheinlich. Was ist los? Tantchen schwanger?
Margret, im Keller, die Russen kommen. Warum kann ich durch den Kopf durchgucken? Ah ne, das ist bloß die Sonnenstrahlen, alles klar. Was leuchtet hier? Ah, es ist der verhasste Onkel vom Bild. Nein, muss erst die Chefin fragen, ob ich spielen gehen darf. Ah, da sind sie auch wieder alle. Nein, hier kann ich nicht raus. Hier auch nicht. Warum reden die eigentlich alle wie die Sims? Hier geht's nicht raus. Flaschenöffner zum Radio gelegt, okay. Ach so, Moment, ich habe jetzt mit der Tante gesprochen und dann kommen sie rein. Gucken wir uns noch das Bild von Tante angeguckt und dann kommen sie rein. So, jetzt gucken wir uns noch mal das Bild von Gandalf an. Kommt er jetzt auch rein? Nö. Der macht aber große Schritte. Da wird sie mein Ostergeschenk versteckt haben. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Ah, ein Schiff, also nach links geht's zum See. Also, wie man an dem Schild vielleicht unschwer erkennen kann. Jetzt im Übrigen auch zum Experiment, was es hier geben wird. Und zwar gibt es eine normale alte Spielversion, wie ich das sonst auch immer mache. Und dann noch eine geschnittene. Mit Unterstützung von Olympic. Aber das, ja, werdet ihr dann auch noch bekommen. Ah, okay. So, jetzt müssen wir irgendwas suchen, wo wir uns unterstellen können wahrscheinlich. Hier ist ein Spielplatz, da geht das schon mal nicht. Na, ja, klar. Auto, warum auch nicht? Oder die Hütte? Kennen wir die Hütte? Nein, nicht unsere Hütte, können wir nicht rein. Na schön, dass du schon im Trockenen sitzt.
Genau, also es soll die normale Version geben, wie ich sonst auch immer spiele. Und Olympic hat angeboten, gleich nochmal eine, nennen wir es mal, gecuttete Version zu veröffentlichen. Ja, mit nur den Highlights. Ich nenne es einfach mal Highlights. Sprit aller. Ich fühle mich wie Rentnerpärchen. Mein Gott, ist das eine wahnsinnige Geschwindigkeit. Ich denke, das ist zum Beispiel so eine Stelle, die wird rausschneiden. Aber nur eine ganz grobe Vermutung. Oh, es geht bergab. Jetzt wird Fahrt aufgenommen. Kann sogar lenken. Verrückt. Massimo. Lustiger Name. Es geht wieder bergab. Es wird wieder schneller. Oder kommt mir das nur so vor? Ende. Spiel geschafft. Schön.